Ich habe hier gelernt, wie ich andere unterstützen kann, und ich habe neue Freunde gefunden. Es ist wunderschön hier, auch wenn ich lieber zu Hause wäre. Ihre Ängste überwinden, sich neuem stellen und Geist und Seele vom Erlebten heilen lassen. Das will die amerikanische Mountain Seed Foundation den Kindern unter anderem hier am Moserboden ermöglichen. Die Kinder kommen aus schwer zerstörten Kriegsgebieten wie Mariupol und Butscha und haben viel durchgemacht. Viele von ihnen haben Wochen und Monate in Kellern verbracht, aus Schutz vor den Angriffen. Sie alle haben den Horror des Krieges hautnah miterlebt. Manche Kinder haben ihre Väter im Krieg verloren. Gemeinsam mit ihren Müttern sollen sie hier wieder Lebensmut fassen. Ich bin vorher noch nie geklettert, aber es hat mir gezeigt, dass ich mutig und stark sein kann und von anderen unterstützt werde. Gefordert, aber nicht überfordert werden. Für die heimischen Bergführer, die das jeweilige Tagesprogramm planen, ebenso eine Herausforderung wie für die Mädchen und Buben. Waren schon ein paar schwierige Momente auch dabei. Also es werden natürlich emotional und dann fließen einmal ein paar Tränen. Aber unterm Strich gibt es einen relativ großen Betreuerstab rundherum, die das dann ganz gut abfangen. Ich habe heute gelernt, meine Höhenangst zu überwinden und wieder Emotionen zu zeigen. Es ist wirklich schön, hier zu sein.